Dann, ja, einer von den Studenten, der hatte mir vorgeschlagen, ich könnte doch nach Falun, in die Bergwerke. Oh, das ist aber eine gute Sache, die Bergwerke gehen. Und weil ich auch für die Mineralogie, für die Bodenuntersuchung. Und da war ich dann in Falun und da habe ich sie kennengelernt. Sarah Elisabeth Moreau. Die Tochter von dem Stadtarzt in Falun. So, wir sind uns ein bisschen, ja, ohne die Weidenpilz, sind uns ein bisschen näher gekommen und haben uns gerne gehabt. Und da habe ich zu dem Vater gegangen und habe gesagt, möchte deine Tochter gerne heiraten und sie mich auch, ob ich darf. Ja, hat er gesagt, meine Tochter soll aber gut versorgt sein. Du kannst wiederkommen, wenn du deinen Doktortitel hast. In den nächsten 3 Jahren solltest du damit aber fertig sein. Ach, habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir das. Da bin ich, ja, wo gehst du hin von Schweden? Ne? Wo kannst du einen guten Doktortitel machen? Natürlich in Holland. Ja, da muss ja der ist ja berühmt. Holland ist berühmt, Leiden, die Universität Leiden ist ja berühmt für die Unterricht. Und da bin ich dann nach Holland gegangen. Ne? Und über Hamburg, Lübeck-Hamburg, da bin ich dann nach Harderwijk. Und da habe ich mich eingeschrieben für Kandidat der Medizin. Ja, er hatte meine Doktorarbeit ja schon alles vorbereitet. Das war in Schweden schon eine Untersuchung für das Wechselfieber. Eine neue Erkenntnis über das Wechselfieber. Und da habe ich das vorgelegt. Und 2 Wochen später hatte ich dann den Doktortitel bekommen. Da.